Ja, meine Damen und Herren, mir ist bewusst, dass die Zeit fortgeschritten ist. Trotzdem möchte ich nicht versäumen, aus einem ganz bestimmten Grund dem Herrn Attaché vom türkischen Generalkonsulat herzlich zu danken, der nämlich gerade unsere Ausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek erwähnt hat. Das ist mein eigentlicher Job, mein eigentlicher Hauptberuf ist Fachreferent für Hebräisch an der Bayerischen Staatsbibliothek, ist sozusagen meine Ausstellung. Ich habe sie vorbereitet und kuratiert, freue mich sehr, dass sich das zufällig ergeben hat, dass Sie sie hier erwähnt haben. Vielleicht ist es auch kein Zufall, denn dass so ganz unvermutete, überraschende Überschneidungen immer wieder auftreten, hat Geschichte, eben auch Münchner Stadtgeschichte. Und jetzt möchte ich Sie gerne konfrontieren mit ein paar ganz wenigen Beispielen aus der Münchner Stadtgeschichte, wo so für viele ganz unvermutete Überschneidungen mit dem Islam uns begegnen. Das beginnt mit dem Beginn der Münchner Stadtgeschichte. Als ich in der Grundschule war, das war übrigens ein paar hundert Meter von hier, in der Manzer-Schule, das war meine Grundschule, bin hier aufgewachsen, habe ich, wie viele andere in München auch, von Herzog Heinrich den Löwen gelernt, der München gegründet hat, offiziell im Jahr 1958. Was ich damals leider nicht gelernt habe, ist, dass es eine schöne historische Begegnung gegeben hat. Herzog Heinrich der Löwe ist nicht als Kreuzfahrer, sondern als Pilger in das Heilige Land gepilgert und auf dem Rückweg durch Anatolien gezogen. Und als er durch Konya kam, ist er vom dortigen Seldschuken Sultan Kilic Aslan überraschend herzlich willkommen geheißen worden, empfangen worden, denn dieser Sultan hatte irgendeine schwedische Großmutter im Stammbaum und hat sich sehr gefreut, dass ein Gast aus Almania durch sein Sultanat zieht und hat ihn sehr, sehr herzlich begrüßt. Das ist viel, viel später im 19. Jahrhundert in Schloss von Schwan, glaube ich, ein Bild dargestellt worden. Aber auch so etwas könnte man den Kindern in der Schule beibringen, dass das im Umfeld des Beginns der Stadtgeschichte sich ereignet hat. Dazu gehört auch der Bischof von Freising, diejenigen, die Geschichte kennen, in den Nacherzählen wissen, Herzog Heinrich der Löwe hat eine Brücke abbrennen lassen, um die Salzstraße zu verlegen. Diese Brücke hat dem Bischof von Freising gehört, Bischof Otto, den die Kirche Bischof Otto dem Großen nennt. Das war er auch, er war nicht nur Bischof, er war einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit. Hier eine Statue am Freisinger Domberg vor seinem Dom. Vielleicht auch gleich, unsere zeitgenössische Darstellung am Domportal von Freising. Dieser Bischof Otto hat eine Weltgeschichte geschrieben, von Adam und Eva angefangen bis zu seinem eigenen Neffen, das war Kaiser Friedrich Barbarossa, der Höhepunkt der Weltgeschichte. Und in diesem Werk nimmt er auf eine Begebenheit Bezug. Es wurde damals erzählt, dass während eines Kreuzzuges der Erzbischof von Salzburg ein Martyrium durch die Sarazenen, die man damals die Muslime, die Araber nannte, erlitten habe, weil, so ist erzählt worden, sie ihn, Sarazenen, den Erzbischof, gezwungen hätten, ihre Idole, ihre Götterbilder anzubeten. Und er habe sich geweigert und sei deshalb ermordet worden von den Sarazenen. Jetzt schreibt dieser Bischof Otto von Freising in seiner Weltgeschichte, dass er nicht bezweifeln möchte, dass der Erzbischof von Salzburg ein Martyrium erlitten hat, aber etwas an dieser Geschichte könne so nicht stimmen. Denn die Sarazenen, die Muslime, beten keine Götterbilder an, sondern ein und denselben Gott wie die Christen. In der Zeit der Kreuzzüge durch einen katholischen Bischof eine bemerkenswerte und sehr bemerkenswerte Aussage, er war seiner Kirche damit um 8 Jahrhunderte voraus. Zweites Kapitel, unser Münchner Wahrzeichen, die Turmhauben der Frauenkirche. Die welschen Hauben, auch das habe ich in der Manzer-Schule gelernt, die welschen Hauben, weil man sie gerne aus Oberitalien herleitet. Diese Kuppeln haben eine andere Inspiration, die geografisch und auch religionsgeschichtlich noch viel weiter zurückgeht, nämlich die Kuppel des Felsendoms von Jerusalem, der zum größeren Komplex der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gehört, zur drittheiligsten Stätte des Islam. Ist exakt an der Stelle erbaut worden, an der der biblische Tempel stand, der Tempel Salomos. Und die Omayyaden-Kalifen, die den Felsenturm erbaut haben, haben ihn erbaut, weil von dieser Stelle, von dem Felsen aus, so heißt es so, der Prophet Mohammed eine Himmelfahrt erlebt hat.
aber auch, weil diese Himmelfahrt eben da stattgefunden hat, wo schon immer eine heilige Stätte des einen und einzigen Gottes war, wo eben der salomonische Tempel stand, und haben diesen Felsendom als islamische Reinterpretation des salomonischen Tempels verstanden. Damit hatte man bis ins 20. Jahrhundert hinein kein Problem. Man hat den Pilgern im Mittelalter das auch so dargestellt, dass diese Moschee, diese sehr heilige Moschee, die von Christen damals nicht betreten werden durfte, mit dem biblischen Tempel zu tun hat. Das hat dazu geführt, dass ein Mainzer Pilger, der das Heilige Land besucht hat, als die Raumkirche gerade im Bau war, in seinem Buch, das er darüber geschrieben hat, eine Holzschnittabbildung des Felsendoms mit dem Schriftzug, ist schwer zu sehen, auf dem Dach steht in lateinischer Sprache, Templum Salomonis versehen hat. Er hat salomonische Tempel draufgeschrieben auf den Felsendom, so als wäre das der Tempel Salomos. Das war für die Münchner Architekten der Frauenkirche die Inspiration, die Idee, machen wir doch auf unsere Türme einmal nicht das hinauf, was eigentlich zwingend auf gotische Kirchtürme gehört, nämlich Spitzen, sondern schaffen wir einen Bezug zu Jerusalem. Machen wir das hinauf, was man sehr stark verkürzt, aber nicht völlig falsch, für die Kuppel des biblischen Tempels gehalten hat. Das Ganze hat gedauert, weil man nördlich der Alpen noch mit Kuppelbau keinerlei Erfahrung hatte. Es stimmt nicht, dass das Geld ausgegangen sei, auch eine Erinnerung aus der Manzer-Schule ist mir auch beigebracht worden, es gab kein Geld mehr, dann hat man einfach Kuppeln gebaut. Statt Türme ist Unsinn, die Kuppeln waren viel, viel aufwendiger, viel schwieriger zu gestalten, sind sehr, sehr viel teurer gekommen, als es durch diesen Spitzen gewesen wären. Es hat jahrzehntelang gedauert, bis sie fertig waren, aber tatsächlich ist unser Münchner Wahrzeichen inspiriert von einer Moscheekuppel. Und das hat noch nie jemand gestört. Drittens, der Kini, König Ludwig II., was hat der mit dem Orient zu tun? Sein Denkmal, der Rest seines Denkmals blickt über die Isar in Richtung Alpen, in Richtung Königsschlösser. Er hat übrigens unter anderem davon geträumt, die Alhambra in den Bayerischen Alpen nachzubauen. Das wäre eines seiner Lieblingsprojekte noch gewesen, eines der vielen Projekte, zu denen er nicht mehr gekommen ist. Aber er hat unglaublich geschwärmt von der Alhambra, die er nur aus Büchern kannte, die er selbst besucht hat, und hätte das gerne nach Bayern versetzt. Was er schon realisiert hat, gemacht hat, war auf dem Dach der Münchner Residenz ein Glashaus zu errichten und in diesem Glashaus oben auf dem Dach eine orientalische Szenerie zu inszenieren. Im Inneren gab es einen realen kleinen See, der See ist real, das Schiff rechts ist real, die Schwäne sind real, alles andere im Hintergrund war eine Bühneninstallation, ein Gemälde an der Wand, und dort oben saß also unser bayerischer Kini, unser König Ludwig, und hat sich in den Orient geträumt. Das gleiche hat er ja auch gerne auf dem Schachenhaus gemacht. Schachen liegt oberhalb von Schloss Elmau. Jetzt sagt man nicht mehr in der Nähe von Garmisch, sondern man sagt schon, Schloss Elmau liegt das Schachenhaus. Wenn Sie da reinkommen, befinden Sie sich plötzlich in einem türkischen Sultanspalast, in dem König Ludwig von Bayern seine Geburtstage gefeiert hat. Es gäbe noch sehr, sehr viele Bezüge zu diesem Thema. Ich habe Ihnen nur ganz, ganz wenige Blitzlichter ausgewählt. Ich möchte natürlich gern Werbung dafür machen, wo Sie viele andere Bezüge noch nachlesen können. Im Buch München und der Orient, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, da ist das alles ausführlich nachzulesen. Ich möchte es gerne hier lassen für die Bibliothek des Hauses. Dann haben Sie es ja auch zur Verfügung. Noch Biergärten haben jetzt nicht unmittelbar den direkten Bezug zum Islam, sind aber unter Kastanien eigentlich nicht vorstellbar. Jedenfalls sind es dann keine richtigen Münchner Biergärten, wenn nicht Kastanienbäume drüber wachsen. Und die Kastanien, die Rostkastanie, gehört zu den vielen, was wir dem Osmanischen Reich zu verdanken haben. Die Rostkastanie hat ihre Heimat im südlichen Balkan, im damaligen Osmanischen Reich, Mazedonien, Albanien. Ungefähr, wenn man sie damals nicht als Pferdefutter zunächst, der Name Rostkastanien, eingeführt hätte,
dann hätten wir heute nicht das richtige Ambiente für unsere Biergärten. In die Zukunft weist, wie Sie vielleicht den Medien in letzter Zeit entnommen haben, ein ambitioniertes Projekt, mit dem ich auch ein bisschen beteiligt bin. Vielleicht gelingt es, in München auch ein schönes, großes, sichtbares, zentral gelegenes Zentrum für das Miteinander von Muslimen und allen anderen auch zu errichten an der Dachauer Straße. Das nur so als Zukunftshoffnung. Hier am Silberhaus sind Sie schon ein Stück weiter gekommen. Heute ganz herzlich dazu gratulieren und mit dem letzten Bild dafür werben, dass es auch in die Zukunft nie wieder gegeneinander gehen kann oder auch nur nebeneinander und getrennt voneinander, sondern wirklich nur Hand in Hand miteinander. Vielen Dank.